Das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Schönen Sonntag. Ich begrüße euch bei NiceEye36 und einem kleinen Zwischenupdate zur Honda VF 750 Sabre. Wie die YouTube-Gemeinde ja weiß, habe ich die Flüssigkeiten gewechselt, also Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Motoröl, Kardanöl. Und was hat der liebe Martin vergessen? Die Zündkerzen. Es ist eigentlich Zufall, dass ich die Kamera dabei habe. Der liebe Armin war da und hat mal den Teilekonvolut vorgeführt, den er bekommen hat. Wir haben uns dann darüber unterhalten, was wird er auf Lager legen derweil und was wird entsorgt. Es waren also ein kompletter Motor mit irgendwie einem Getriebeschaden, da soll der zweite oder vierte Gang raushüpfen. Es war ein zweiter Motor dabei, komplett zerlegt. Natürlich nicht fachgerecht gelagert, alles verrostet, alles verbeult, alles verkratzt und so weiter und so fort. Ein Satz Felgen, ein Rahmen mit ein paar Anbauteilen und drei Cockpits, glaube ich, wobei eins komplett hinüber ist. Aber eventuell die Displays noch funktionieren und so weiter und so weiter. Ihr wisst halt, Jäger und Sammler, der Vorbesitzer, war da recht angetan davon. Von der Maschine, die ja im Prinzip eigentlich recht schnuckelig ist. Mir muss sie ja nicht liegen, mir liegt sie nicht, aber das ist ja ein anderes Thema. Jo, um jetzt nochmal, wie soll ich das jetzt erklären? Um jetzt nochmal das Thema aufzugreifen. Warum habe ich die Sabre im Auruc-Verfahren durchgezogen und eigentlich nur einen Service gemacht? Ganz einfach. Der liebe Armin hat eine Honda CB650 PC irgendwas. Aber aus den Mitte 80er Jahren. Diese Maschine ist sein Schätzchen. Man kennt diese Leute. Man kennt die Kawasaki ZR500A. Die Z500F. Die Videos sind bekannt. Und das Gleiche soll dann auch mit der Honda passieren. Das heißt, da wird es von meiner Seite aus auch wieder eine Serie geben mit der Restauration. So ist der jetzige Stand. So, jetzt können sich vielleicht schon einige vorstellen, warum ich die Sabre nur im Haruk, also nur einen Service gemacht habe und nicht, wie es in alter Manier ist, alles ausbauen, sauber machen, Rostflecken behandeln und so weiter und so fort. Diese Maschine soll als Übergangsmaschine dienen. Die 650er Honda hat ein Getriebeproblem im vierten Gang. Das Ding rasselt wie die Hölle. Ja, ich gehe davon aus, irgendwie Zahnrad, Lager, Welle, Buchse, Schalter, Lämpchen, Knäufe, wir kennen das. Wird also zerlegt und wann das passiert, werden wir sehen. Wie das passiert, werden wir sehen. Ob es passiert, werden wir sehen. Ich bin ja nicht der einzigste Schrauber, der sowas macht. Es gibt ja noch viele, viele andere Schrauber, die sowas machen. Ich hoffe, ich bekomme den Zuschlag und kann da wieder eine schöne YouTube-Serie draus machen. Die Sabre wird Pickerl fertig gemacht, angemeldet, gefahren. Und dann wird entschieden, was passiert mit der CB, was passiert mit der VF. Gut, ich glaube, ich konnte es, ich hoffe, verständlich rüberbringen. Das hier wird jetzt die Fahrmaschine fahrbereit machen, technisch in einem guten Zustand drauf sitzen, fahren. Die Honda soll dann komplett restauriert werden. Gut, jetzt kümmern wir uns mal hier um die letzten beiden Zündkerzen. Die linke Seite, also von Zylinder 1 und von Zylinder 3, wenn ich mich jetzt nicht irre, habe ich fertig. Bei den anderen beiden lasse ich euch einfach dran teilhaben, damit ihr was zum Schauen habt. Ja, hier habe ich mal den Kerzenstecker abgenommen und habe mir einen Ersatzkerzenstecker organisiert, weil der alte Kerzenstecker da recht schlapprig drauf sitzt. Bei der Sabre ist das Problem,
Sie hat einen relativ engen Kerzenschacht. Ich zeige das mal oder ich versuche das mal zu zeigen. Wenn ich hier die Nuss, die magnetische aufsetze, ist hier, also zwischen Zylinderkopf und der Zündkerze, gerade so viel Spalt, dass ich ja, mit dem Fingernagel plus also zwei, drei Fingernägel würde ich da dazwischen kriegen. Das heißt 6, 12, 1,8 bis 2 mm habe ich hier Spiel. Und das war's dann. Aus diesem Grunde gibt es ja das Spezialwerkzeug, das Bordwerkzeug von Honda. Oder ich habe mir hier schon vor geraumer Zeit, ich glaube, das war auch für eine Honda, CBR 900, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die hat auch so einen engen Kerzenschacht, meine Nuss malträtiert und zurechtgeschliffen. Und dann hat man hier natürlich genauso viel Platz, dass man mit der Nuss reinkommt, aber mit der Ratsche keine Chance hat, das Ding aufzukriegen. Deswegen, man sieht es auch vom Winkel her, ja. Also da geht's recht eng zu. Aus dem Grunde mit Kreuzgelenk und kurzer Verlängerung, dann sollte das eigentlich funktionieren. Also es hat auf der anderen Seite funktioniert. So. Das ist alles ein wenig eng. Vielleicht ist es der YouTube-Gemeinde aufgefallen, dass der Ton etwas besser geworden ist, finde ich zumindest. Also ich höre über den Kopfhörer kein Rascheln. Das scheint also zu funktionieren, solange ich das Ding nicht an den Hosenträger festmache. Ich kriege diese Kerze so nicht rausgedreht. Ich muss das umständlich machen. Es ist prädestiniert dafür, wieder Krämpfe in den Finger zu kriegen. Das ist so ein blöder Winkel, wo man schrauben muss, oder wo ich am besten mit zurechtkomme. Die liebe YouTube-Gemeinde weiß ja, ich schraube vielleicht etwas anders als andere kleine Mädchen. Aha. Und im Hintergrund läuft auch keine Musik, weil ich nicht auf der Hebebühne bin. Ich sitze hier ganz kamut auf meinem Drehstuhl, auf meinem Werkstattstuhl. Mein Chefsessel aus meinem ehemaligen. Ach, jetzt kommt er schon da raus. Sonntagmorgen, 10.30 Uhr. 10:30 in Österreich. So, und das hier war das Resultat. Also das ist jenseits von Gut und Böse. Das müssen wir im Auge behalten. Die Maschine ist lange gestanden, hat mir der Armin gesagt. Er ist nur 10 Kilometer gefahren und das mit einer leeren Batterie. Oder fast leere Batterie, sagen wir es mal so, sie ist ja nicht angesprungen. Und ja, nicht warm gefahren. Ich habe hier auch nur Kaltstartversuche gemacht. Ich bin auch nur mit halbgezogenem Choke mal hier weggefahren und hoch auf die Einfahrt und wieder zurück. Das haben wir ja auch auf dem Video gesehen. Aber die Fahreindrücke, liebe YouTube-Gemeinde, kann ich euch vermitteln. Ich habe nämlich am Freitagabend noch mit meiner Kamera experimentiert und dem Halter. Die YouTube-Gemeinde weiß ja, ich habe zwei Kamera, ich habe eigentlich fünf Kameras, fünf Action-Kameras, zwei GoPro Hero 2, eine GoPro Hero 3 und zwei Sony Action-Cams, wovon eine ja in Kaorle geschrottet wurde. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mir einen Halter zusammen zu basteln aus all den Teilen, die bei den Käufen dabei war. Wollte eigentlich gestern auch noch ein bisschen Video aufnehmen, so einen kleinen Motorvlog machen, aber da ist nichts draus geworden. Wir haben die 230 Kilometer mehr oder weniger genossen, aber es war straßentechnisch einfach die Hölle los. Es war heißer, am heißesten, obwohl Wärme ja besser ist als Kälte, weil erschwitzt ist noch niemand, aber erfroren. Und du bleibst bitte da liegen.
So, jetzt schrauben wir hier mal den Kerzensticker drauf und dann hoffen wir mal. Also so im Trockenen geht der Rastmechanismus wunderbar. So, dann kommt hier das Gummi wieder drüber. Ich habe das auf dem Kerzenkabel drauf gelassen und das lieber dann vom Zündkerzenstecker runtergezogen. Da habe ich so einen ganzen Stall voll unterschiedlicher Kerzenstecker mal von einem Lagerabverkauf oder Lagerauflösung oder sowas ergattert. So, dann schauen wir mal. Jawohl, ja, der knackt jetzt richtig und hält. So, das war die Nummer 1. Jetzt kommen wir zum liegenden Zylinder und machen da das Gleiche. So, ja, war nicht so einfach. Ich musste nämlich das Stativ wechseln. Ich habe ja zwei Stative hier. Einmal mein altes, das ja ein Beindefekt hat vom Dreibein. Ein Bein vom Dreibein hat ausgebeint. Ja, ich musste das halt in einer geraden hohen Position festschrauben, nämlich ganz ausgefahren. Und folgedessen kann ich da das Stativ nicht ganz runterfahren. Jetzt habe ich das wenn mir jetzt der Name einfallen würde, wer mir dieses Stativ freundlicherweise gespendet hat. Ein liebes YouTube-Mitglied, Gemeindemitglied, muss man ja sagen. So, und auch hier die Kerze, nass und schwarz. Ist aber eindeutig Spritüberschuss, das heißt, die ist einfach mit zu viel Choke und kaltem Motor gefahren worden. Aber ist ja egal. Ja, ach, das sind die richtigen. So. Ich werde es ja hoffentlich am Dienstag sehen, wie sie sich fährt auf der Straße. Wenn es regnet, habe ich ja die allerwerteste Karte gezogen. Aber ich bin nicht aus Zucker, folgedessen sollte das auch kein Thema sein. Es ist echt cool. Ich mache ein Video zum Kerzenwechsel an der Sabre. Nur damit die YouTube-Gemeinde was zum Schauen hat. So, gefühlvoll. 28 Newtonmeter. Passt schon. 28 nehme ich halt als Standard. Und liebe YouTube-Gemeinde, ob 28 oder 30 Newtonmeter oder 26 Newtonmeter, das ist doch Blödsinn. So, ich tue da mal geschwind das Werkzeug aufräumen, weil ich gerade hier stehe. Ja, es bewahrheitet sich immer wieder. Liebe YouTube-Gemeinde, kontrolliert eure Motorräder. Da braucht es nämlich etwas. Jetzt ist das Stativ natürlich ganz unten, aber nicht mehr lange. So. Ich gehe nicht davon aus, dass viel fehlt. Das wird so ein kleiner Schluck sein, was nach der Probefahrt und jetzt nach der Standzeit einfach nachgeronnen ist. Die Luftbläschen sind raus. So, das war's schon. Das waren jetzt, ja, 120, 130 Milliliter. Jetzt habe ich da gerade was blubbern gehört. Ja, das sind die letzten Bläschen in dem Bogen. Kann ich denn hier auf der Seite, ich schaue hier nur auf, mal, ob ich da irgendwo einen Schlauch finde, wo ich etwas drücken kann. Hm.
Das ist einfach an der Oberkante, vom Kühler, wo sich so eine Luftblase gerne mal festsetzt. Habe ich euch das eigentlich gezeigt? Das glaube ich nicht. Und wenn, ist es egal. Ich zeige es euch gleich nochmal. So. Ich habe das jetzt einfach mal bis auf das Maximum aufgefüllt. Und in der Firma werde ich das, wenn ich in der Firma ankomme, also diese knappen 28 Kilometer oder was habe ich zu fahren? 30 Kilometer. Werde ich das nachkontrollieren. Was ich euch zeigen wollte, ist Folgendes. Ich führe das mal von Hand. Also hier haben wir ja den Einfüllstutzen vom Kühler. Das hier ist der Kühler und da haben wir den Kühlerschlauch. Und dieser Kühlerschlauch geht hier in den Rahmen. Ja. So, hier am Rahmen entlang, hier rüber, bis hierhin. Da sieht man die Schweißnaht und da ist es zu. Das hier unten ist die Ablassschraube. Da wird das Kühlwasser abgelassen. Und dann muss hier irgendwo, ich muss mal auf die Knie, da ist dann der, sieht man das, der Anschluss und geht da hinten in das Kühlrohr, das dann hier hochkommt und, also da. Das kommt hier hoch und geht dann da rein. So. Alles, was hier hinten an Rahmen ist, ist natürlich nicht mit dem Kühlsystem verbunden. Und hier müsste irgendwo da ist die Schweißnaht, wo das Rohr zugeschweißt ist. Ne? Da geht also hier hoch, geht also kein Wasser. Und da ist der Rahmen auch hier geteilt. Das heißt, dieses Rohr hier und da ist es auch geteilt. Das ist dann hier mit der Fußrastenplatte an dieses Ding eingeschlossen. Den kann man rausnehmen und dann den Motor auf diese Seite ausbauen. Oder, ich habe das nämlich nicht geschaut, ich schaue hier aber trotz alledem mal. Dann haben wir hier den Kühlerschlauch dahin und hier ist nichts. Ja? Da ist kein Anschluss. Hier ist auch nichts, geht hier runter und ist hier fest verschweißt. Also, so wie ich das gesagt habe, auf der linken Seite kann man den Rahmen hier abschrauben, Kühlwasser ablassen, dann den Rahmen hier abschrauben und dann kann der ganze Motor nach links ausgebaut werden. Rausgeschwenkt oder wie auch immer. Ne? Also kein so ein Desaster wie bei der Viagra zum Beispiel. Bei der Kawasaki war ja der ganze Unterzug zum Abbauen und dann den Rahmen einfach hochheben, noch besser gelöst. Aber hier ist das schon okay. Wir haben ja die Kupplungsflüssigkeit gewechselt, wir haben die Bremsflüssigkeit gewechselt. Hinten habe ich mich etwas schwer getan, die Luft aus dem Gestänge zu bekommen. Liebe YouTube-Gemeinde, das ist natürlich eine Trommelbremse. Achso, apropos Trommelbremse, da war doch hier noch was. Genau, die müssen wir ja noch einstellen. Ich mache das mal handgeführt, relativ einfach. Der Hebel ist mehr senkrecht. Ich könnte den eine Raste vielleicht zurücknehmen, aber das brauche ich glaube ich nicht. Und dann dreht man hier einfach mal 1, 2, 3 Rastpunkte. Das sollte im Normalfall ausreichen, dass man hier, na, reichte nicht, komm mal her, du 14er, oder ist das 13, hier steht wieder alles Mögliche im Weg, prädestiniert dafür drüber zu fliegen, es ist 14. So, wo sind wir denn? Hier sind wir. Da drehe ich jetzt einfach mal sukzessive die Trommelbremse hinten ein wenig zu, dass der Bremshebelweg vorne geringer wird, aber nur so weit, dass die Bremsbeläge unter keinen Umständen schleifen. Das müssen wir natürlich kontrollieren, indem wir das Rad drehen und schon merken, hier ist frei. Das war zu viel.
Also müssen wir das Ding wieder lösen. Entschuldigt das verwackelte Bild. So. Und dann gehen wir noch eins zurück. So. Und dann schauen wir noch mal. Und wie sieht es mit dem Bremshebel aus? Mit dem Fuß. Jo. Es ist halt nun mal ein schwammiges Ding und man braucht einen gewissen Weg für die Bremse. Das ist bei den alten Motorrädern halt so. Gut. Ja, und dann wollte ich euch ja noch dieses innovative Cockpit zeigen. Wir haben also hier auf der linken Seite unterhalb die Uhrzeit. 80er, 90er Jahre technisch natürlich nur 12 Stunden Anzeige. Und hier oben haben wir den Tripmeter. Ja, den könnte ich hier mit dieser Taste Trip Reset zurücksetzen. Hier ist dann zum Uhreinstellen nach links gedreht, also gegen den Uhrzeigersinn die Stunden und im Uhrzeigersinn die Minuten. Dann haben wir ein Lamp Reset und ein Check. Ja, und jetzt werden wir mal schauen, weil ich habe noch nicht herausgefunden, wie das mit dem Check aussieht. Wenn ich das Cockpit einschalte, leuchtet neutral und die Warnlampe. Dann haben wir hier in der Mitte das Display, das jetzt einfach nur Punkte anzeigt. Und auf der Seite haben wir den Benzinstand und die Motorwassertemperatur. Jetzt machen wir mal hier, drücke ich mal auf Check. Da tut sich nichts. Dann drücke ich mal auf Lamp Reset. Da tut sich auch nichts. Trip Reset lassen wir jetzt mal. Jetzt werden wir die Maschine mal anstarten. Und dann werden wir uns mal genau... Ich werde mal versuchen, ob ich das irgendwie so zeigen kann, ohne dass das spiegelt hier. So, weil handgeführt, ich sag's euch, ja, ich kann es ja mal probieren. So, glaube ich. Choke ist gezogen, dann starten wir mal an. Hat man das jetzt gesehen, was das Ding gemacht hat? Wenn ich die Zündung einschalte, bleiben diese kleinen Viereckchen hier stehen. Ja, und dann starte ich an und dann macht er den Check für, ich schalte mal das Licht ein. Standlicht, Batterie, Tank, Öl, neutral. Der hat also auch eine Ganganzeige. Hört euch das an, wie der Motor läuft. Das sind 300. Der läuft so langsam, dass noch nicht einmal der Drehzahlmesser ausschlägt. So. ET. Probieren wir mal den Check. Da tut sich auch nichts. Ich kann natürlich hier auch Elapsed Time. Wenn ich jetzt auf die Select-Taste drücke, kann ich hier umschalten zwischen Clock und Elapsed Time. So. Jetzt läuft die Uhr. Wenn ich einmal aufdrücke, also hier, dann habe ich hier die Rundenzeit. Und da kann ich sie wieder stoppen. Und da kann ich sie resetten. Keine so schlechte Geschichte. Ja. Und jetzt will ich auch mal probieren, ob ich da das Standgas ein bisschen hochkriege. Da unten versteckt sich ja die Vergaseranlage. Ah ja, und ich sehe schon ganz da hinten auf der anderen Seite, hinter dem, jetzt ist mir mein Sender wieder ausgehakt, Hosentasche,
Soll dabei reichen, Ton ist noch da. So, der Ton war da. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist halt der Nachteil, wenn man das Ding nicht in die Hosentasche steckt. Tja, Moment. Komm her da. So. Und rein mit dir. Gut. Entschuldigt bitte. Hier ist ja der Unterdruckbenzinhahn. Hier ist er auf On. Da ist er auf Off. Da ist er auf Reserve. Stellen wir den mal auf Off. Einfach so, weil es mir gerade danach ist. Und jetzt sollte hier unten das Drehrädchen sein. Da ist es. Das da. Das ist das Drehrad. Da ist im Übrigen der große K&N Benzinfilter. Und da drehen wir jetzt einfach mal ein Stück rein. Also zuschrauben. Und dann starten wir die Maschine nochmal an. Wir haben das an dem anderen Instrument auch probiert, die sind so träge. Also mir würde das überhaupt nicht gefallen. Aber so hört sie sich schon relativ gut an. Das werde ich am Dienstag sehen. Jo, die liebe YouTube-Gemeinde. Kleines Zusatzvideo zur Sabre. Sie läuft, sie funktioniert, die Elektrik geht, die Flüssigkeiten sind gewechselt. Die Bremsen funktionieren, dem Pickup sollte nichts mehr im Weg stehen. Ja. Jetzt ist nur die Frage, das habe ich mir so überlegt beim Hin- und Herräumen, Schrauben und so weiter und so fort, ob ich das Fahrvideo mache oder nicht mache, weil ich muss mit der Maschine ja in die Firma fahren. Und da unterwegs, lasst euch einfach überraschen. Im nächsten Video mache ich mal so eine kleine Vorschau, was die kommenden Projekte und Arbeiten anbelangt, und mache hier mal einen Schnitt, kleines kurzes Video für euch zum Sonntag. Liebe YouTube-Gemeinde, ich bedanke mich recht herzlich für euren Daumen hoch und ich bedanke mich recht herzlich für eure zahlreichen Kommentare. Herzlichen Dank auch für diverse Berichtigungen meines verquerten Schädels, meiner Gedankengänge, die irgendwo ein paar Knoten haben. Thema Schnellkochtopf, Thema aufkochende Bremsflüssigkeit, Unterdruck etc. etc. Nehmt das einfach so hin, lest die Beschreibungen durch. Das solltet ihr sowieso immer tun, einfach die Beschreibungen durchlesen. Und da werden dann schon die Profis oder die Leute, die mich wieder auf den richtigen Weg bringen, euch erklären, wo meine Fehler sind. Und ich berichtige das natürlich auch in den Kommentaren. Die Videos werde ich nicht umschneiden wegen sowas. Das ist, ob man das jetzt wissen muss, dass unter Druck das Wasser später kocht, also normal kocht es bei 1 Bar bei ca. 100 Grad. Und je höher der Druck wird, umso später kocht das Wasser. Das heißt, bei der Bremsanlage wäre das so, je mehr Druck ich auf die Bremse aufbaue, umso später fängt das Ding an zu kochen. So zumindest meine These, meine Überlegung, mein Gedankengang und mein bescheidenes Wissen. Ja, warum ich das umgekehrt gesagt habe, keine Ahnung. Aber was soll's? Was war denn noch? War da noch irgendwas? Thema Radlagerwechsel, Thema Rad auf den Boden legen mit der Bremsscheibe nach unten. Ich würde es bei uns in der Firma nicht machen. Da haben wir Werkstattfliesen. Ich würde es nicht auf einem Betonboden machen. Ich würde es nicht auf Steinboden, generell auf hartem Boden würde ich es nicht tun. Mir wurde geraten, ich sollte doch bitte Holz unterlegen. Liebe YouTube-Gemeinde, der ganze Garagenboden ist aus Holz. Ja?
Wenn ich jetzt zwei Holzlatten drunter lege, so, Tasse, zwei Holzbretter, einmal, zweimal, so, ja, das ist nur ein Beispiel, wir können es auch so rum machen, so, wo ist die Belastung höher, mit diesen beiden Holzbrettern oder mit dem Holzboden? Es ist alles, es hat alles sein Für und sein Wider, und ich möchte natürlich niemanden dazu animieren, es mir in allen Dingen gleich zu tun. Bei weitem nicht. Aber die Bremsscheibe liegt auf dem Holzboden plan auf. Meiner Meinung nach ist dadurch die Belastung wesentlich geringer, als wenn ich zwei Holzlatten irgendwie drunter lege, die dann vielleicht nur 6 cm breit sind. Ja? Also keine Panik. Radlager, die ich vorher gemacht habe, weil der Holzboden noch nicht drin war, auf dem Beton, die habe ich seitlich hingestellt. Oder habe tatsächlich dann eine Unterlage gemacht aus Karton oder sonst noch irgendwie was. Hauptsache, wenn die Bremsscheibe aufliegt, dann bitte satt und plan. Meine Meinung kann natürlich auch eine andere Meinung sein. Dann die Schläge, die ich ausgeführt habe. Liebe YouTube-Gemeinde. Das hier. Ich schaue explizit jetzt mal drauf, ob da was drauf steht. An meinem Paddinghaus Hammer. Ohne Brille. Zahlen würde ich ja erkennen. Schaut euch diesen Babyhammer an. Meine Hand, dieser Hammer. Und ich habe so geklopft. Wie viel Kraft wende ich da auf, um ein Lager aus- oder einzutreiben? Ja? Das sieht auf den Videos immer brutal aus. Meiner Meinung nach ist es das aber nicht. Weil wenn das so wäre, wären, was will ich sagen, seit 2011 45 Motorräder, die ich Lager gewechselt habe, 40 Motorräder, lass es 30 Motorräder sein. Die wären ja alle wieder da mit defekten Lagern. Ja, und dem ist aber nicht so. Also das hat alles schon so seine Bewandtnis und seine Richtigkeit. Ich würde sagen, hier, das letzte Sabre-Video, das ist ja ein Mehrteiler, oder soll ich Teil 1 nochmal verlinken? Na, ich mache mal hier irgendein Video der Sabre und hier das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken, kostet nichts, das kostenlose Abo. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt mir gewogen. Für euch. Baba.